Hallo, ich begrüße euch jetzt mittlerweile schon zum 28. Part von Pokémon Schwarz. Wir sind hier bei Entschloss angekommen nach der Liga, die wir in der letzten Folge gemacht haben. Aber ich vergesse nicht, Geschwindigkeit aufzustellen. Jetzt gucken wir mal, wie wir so vorankommen. Lass mal Gigantis vorne. Können wir ja gleich mal loslegen. Ich nehme immer noch ohne Dark Beat auf, und in der nächsten Folge sollte er wieder dabei sein. Ist nur schade, dass er gerade die besten Sachen vom Spiel verpasst. Kann man nicht machen. Wer sich in sein Schicksal fügt, wird fortbestehen. Wer sich ihm widersetzt, wird vergehen. Der Tugend folgt die Belohnung, dem Laster die Strafe. Was nützt alles Wissen, wenn die Erfahrung fehlt? Wer einen Fehler begeht, die nicht behebt, begeht einen weiteren Fehler. Die Noblen leid die Gerechtigkeit, sondern die Habgier. So wie im Himmel nur eine Sonne steht, so reagiert nur ein König das Volk. Als dann, wir werden nicht zulassen, dass unserem König etwas zusteht. N mag ob des Scheiterns des Plans von Sigis vielleicht verzagen. Wir sechs werden dich jedoch hier und jetzt zur Strecke bringen. Ach ja, und ihr glaubt, dass ihr euch dabei Erfolg beschieden sein wird? Howdy, Freunde! Du hast es wirklich bis hierher geschafft, Jonas. Du bist doch der Arena-Leiter von Maria City, oder? Ganz schlecht. Und ich bin nicht allein gekommen. Ihr könnt einem fast leid tun. Nicht nur, dass wir ohnehin schon stärker sind als ihr, wir sind auch noch in der Überzahl. Vermaledeite Arena-Leiter. Als Arena-Leiter können wir doch nicht einfach die Augen davor verschließen, was die Plasmärchen veranstaltet. Außerdem hat die kleine Belle uns doch so nett um Hilfe gebeten. So sieht's aus, wir haben alles im Griff. Genau, alles im Griff. Träger des Lichtsteins, setz deinen Wege vor. Let's go. Alter, was, bin ich behindert? Oh, wow. Ich mach das immer auf normale Geschwindigkeit, weil ich diesen Soundtrack so liebe. Das kommt mir irgendwie so langsam vor, in meiner Geschwindigkeit. Wir von Team Plasma haben die Pokémon, die wir von den Menschen geraubt haben, für unsere Zwecke benutzt. Die Pokémon können einem wirklich leid tun, sie können gar nicht anders als zu gehorchen. Ich glaube, ich stelle doch auf zwei Geschwindigkeiten, sie fühlt sich besser an, aber. Der große N hat unter Beweis gestellt, dass er sogar stärker als der Champ ist. Viele Trainer sehen zu N auf und dienen ihm freudig. Sie fühlen sich den Weisungen von Team Plasma anstandslos. Hier entlang. Nur keine Sorge. Du kannst auch in diesem Schloss deine Pokémon heilen und ein PC benutzen. Gönne dein Pokémon-Team als erstes ruhig mal ein kleines Päuschen in diesem Zimmer dort. Der große N will schließlich, dass du bis in die tiefsten Tiefen dieses Schlosses verbringst. Wie viele Bälle habe ich denn noch? Das hab ich gerade so. Blottball 10. Okay, das sollte reichen sogar. Wie viele Bälle habe ich denn? Okay, das sollte eigentlich reichen. Ich bin die Muse der Liebe. Ich weiß, du bist der Trainer, der N die Stirn bieten will. Ich finde, du hast dir eine kleine Ruhepause verdient. Weitergehen, hier ist nichts Wichtiges. Hier Raum. Okay, hier ist noch. Dieses Schloss wurde in Geheimen über viele Jahre hinweg unter Ausbeutung der geraubten Pokémon erbaut. Niemand schien davon zu wissen. Alles verlief nach dem perfekten, groß angelegten Plan von Geetzis. Es wird wohl auf ewig ein Rätsel bleiben, wie wir es schaffen konnten.
wie er es schaffen konnte, Menschen so geschickt zu lenken und zu beeinflussen. Oh, ich habe das Item vergessen, oder? Ja, habe ich sogar eingesammelt. Okay. Ist in Ordnung. Kann man da rüber surfen? Mittlerweile sind wir sogar in der Lage, in das Spezialarensystem einzudringen. Und der König muss nur den Befehl geben, schon rauben wir die Pokémon aus den Boxen und geben ihnen die Freiheit. Ich habe sowieso nichts Wichtiges auf den Boxen. Damit müssen wir nicht reden, da gibt es uns nichts Wichtiges, wir können noch weitergehen. Nagelotz. Dieses Pokémon hat mich richtig in sein Herz geschlossen. Dabei sehe ich in ihm nicht weiter als ein Werkzeug ermittelt zum Zweck. Das soll einer verstehen. Ich brauche keine Items mehr, um Pokémon einzufangen. Okay, danke. Ich habe auch was. Möchtest du dich so in Honiga begeben? Nein. Ich denke nicht. Ob er der ideale Held ist, werden wir wissen, wenn du mit ihm gekämpft hast. Wir werden auch wissen, wie sehr du diese Welt in der Menschen und Pokémon koexistieren wirklich beschützen willst. Dieser Raum, das ist die Welt, in der N aufgewachsen ist. Mich lässt dieser Raum eher kalt, aber vielleicht ist es bei dir ja anders. Ist das Kinderzimmer von N? Sonnenbombe, okay. Soundtrack ist aber auch nicht schlecht. Hab ich auch gelegt. Ich bin von daher gekommen, ja. Top-Genesung. An anderen weit entfernten Orten zogen Team Galactic und Team Rocket seinerzeit zu viel Aufmerksamkeit auf sich und hatten deshalb viele Probleme. Apropos Team Galactic, ich hatte auch mal vor, wieder Pokémon Diamond Pearl bzw. Platinum durchzuspielen, weil ich mich so auf die Gen 4 Remakes freue, die wahrscheinlich nie kommen werden, XD. Gestern heute Morgen Trainer, die ihre Pokémon gestern noch geliebt hatten, schenken ihnen heute die Freiheit. Und morgen werden weitere Trainer ihrem Beispiel folgen. Hier noch was? Okay, ich glaube, wir sind im Raum angekommen. Also meine Pokémon. Das war ein tolles Abenteuer mit euch. Jetzt geht's um alles. Finale Kampf gegen Ende. Ich glaube, ich hau Tables raus zum Lieden. Dann packe ich sogar noch Voltwechsel auf ihn. Pack mal Ladungsschutz raus. Ich muss auch lieben mit Donnerwelle into Ladungsschutz, I guess. Los geht's. Willkommen, Träger des Lichtsteins. Dieses Schloss, das so plötzlich aus dem Nichts aufgetaucht ist und das die Pokémon-Liga umhüllt, steht als Symbol für die Veränderungen in Einal. Der König dieses Schlosses wird von einem legendären Pokémon begleitet und ist der stärkste Trainer Einals. Stärker noch als der Champ. Ich bin auch stärker als der Champ. Tief in seiner Brust schlägt das heiße Verlangen, die Welt zu verbessern. Wenn man ihn nicht als Helden bezeichnen kann, wen dann? Nun ist alles vorbereitet. Wir werden die Menschen mühelos von unserem Standpunkt überzeugen. So kann die Welt, die ich mir, die Team Plasma sich wünscht, endlich Realität werden. Die Pokémon gehorchen nur uns ganz allein. Und all diese hilflosen Menschen werden uns zu Füßen liegen. Endlich, lang genug hat es gedauert. All die Zeit der Geheimhaltung, der Angst. Der Plan könnte auffliegen. Damit ist es nun vorbei. So vorwärts. Wir werden jetzt überprüfen, ob auch du das Zeug zum Helden hast. Oh, es geht los. Ich träume von einer Welt, in der es nur noch Pokémon gibt. Einer Welt,
in der die Pokémon vom Joch menschlicher Unterdrückung befreit sind und ihre ursprünglichen Kräfte wiedererlangt haben. Der Moment der Entscheidung ist gekommen. Ich bin zu allem bereit. Auch wenn meine Pokémon-Freunde dabei verletzt werden. Ich glaube fest an meinen Sieg, werde alles dafür tun, ihn herbeizuführen. Ich nehme an, du bist gut gewappnet. Immerhin hast du es ja bis hierher geschafft. Wenn dem so ist, dann komm und zeig mir, wie du denn wirklich gewinnen willst. Hoho, you're approaching me. Come as close as you like. Du bist hier, weil du eine Entscheidung zwischen uns beiden herbeiführen willst. Aber Reshi damit reagiert nicht. Kann es sein, dass es dich noch nicht als Helden akzeptiert? Was für eine herbe Enttäuschung. Dabei hatte ich bereits ein klein wenig Gefallen an dir gefunden. In all unseren Kämpfen hatte ich bei dir bisher immer das Gefühl, dass du ein Trainer seist, seine Pokémon mit Respekt behandelt. Aber da habe ich mich wohl getäuscht. Es war also doch nur ein Ammenmärchen, dass sich zwei gegeneinander kämpfende Trainer gut verstehen könnten. Du hast zwei Möglichkeiten. Du kannst mich jetzt herausfordern, beseelt von deiner eigenen Wirklichkeit und dabei glorreich untergehen. Oder du kannst diesen Ort jetzt verlassen und dich an einer neuen Welt erfreuen, wenn die Pokémon befreit vom Joch der Menschen in Frieden leben. Komm zu mir, Zekrom. Losgehen. Schien es nichts mehr im Weg. Das ganze Schloss bebt. In deinem Beutel bewegt sich etwas. Ist das der Lichtstein? Dein Lichtstein? Und recht wieder am S. Der Lichtstern verwandelt die Aura um sich herum in ein mächtiges Energiefeld. Und da, er lässt die Energie entweichen. Das spielt an. Flamme. Ich liebe Rechidom auch viel mehr als Zekrom so. Zekrom und Rechidom. Sie waren ursprünglich eins. Ein einzelnes Pokémon. Zwei Seiten einer Medaille. Beide treten nur dann auf den Plan, in einem Menschen einen wahren Helden sehen. Jetzt verstehe ich. Genau das trifft also auf dich zu. Ich werde jetzt verraten, was dieses Pokémon zu dir spricht. Ich möchte mit dir kämpfen. Gewinne meine Freundschaft. Du hast eine weite Reise hinter dir. Doch ich möchte dich vergewissern, ob du tatsächlich so nach deiner eigenen Wirklichkeit strebst, wie es scheint. Und ich würde außerdem nur zu gern wissen, wie stark du wirklich bist. Also schnapp dir Reshiram. Es soll dir anschließen. Es soll dich dir anschließen. Glaubt man nicht, Zebels. Let's go. Stell dir vor, das wäre ein Shiny gewesen, wenn sich ein Shiny wieder erscheint. Dann kann ich am Flip nicht wieder die Geschwindigkeit nach unten. Und dann will er an. Ich hab Floppel werfen soll ich los.
mir gar keine Mensch. Fuck, ich hätte davor speichern sollen, fällt mir auf. Das hängt schon ein. Das hängt schon. Sollte er schon ein. Na, schweif Tank. Tank. Oh, war das ein Crit? Das ist immer übelst knapp. Das war Beutel, Welle, Überwelle. Den Meister bewerfe ich mal noch nicht, den nehme ich mir noch auf. Das bleibt nicht ein einziges Mal drin. Ja, beim zweiten Ball, okay. Für Reshiram wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Da trinke ich erstmal kurz einen Schluck. Ein aus Mythen bekanntes Pokémon. Es wirbelt mit seinem Schweif Feuer auf, mit dem es alles in Asche legt. Möchtest du dem Reshiram einen Spitznamen geben? Denke nicht. Möchtest du Reshiram in dein Team aufnehmen? Ich glaube, ich mache das sogar. Ich bin leid, Ninja Dave. Na gut. Reshiram akzeptiert also deine heldenhafte Stärke und will dir, der du nach deiner eigenen Wirklichkeit strebst, im Kampf zur Seite stehen. Hm, mal sehen. Es wäre nicht gerade ehrenhaft, einen Kampf gegen deine angeschlagenen Pokémon zu gewinnen. Danke für das Healing. Auch wenn zwei von mir verletzt waren. Ich sehe die Zukunft. Ich sehe sie ganz deutlich vor Augen. Ich werde ganz bestimmt gewinnen. Oh. Letzte entscheidende Kampf gegen Ende. Eine Herausforderung von Team Plasma, ein Rukia liegt und Zack haben wir irgendwie zu erwarten. Feuer oder? Der kürzt einfach und ich mach ohne Kürzt mehr Schaden, okay. Ah, ich gewinne den Kampf. Ich hoffe, was das Handeln wollen jetzt. Ich habe Schwäche gegen Pflanze. Wenn es kein Feuer hat, soll ich den Kampf gewinnen eigentlich. Steinkranze, okay, ist gerade besser. Okay. Natürlich. Okay, da hat man bewusst, ich dachte, ich muss selber überlebt einfach hier einfach. Ja, da kommt die Kopfgenesung mal irgendwie zu erwarten. Jetzt kommt es wieder. Ich glaube, ich habe wieder mit der Kopfgenesung gerechnet, wenn ich ehrlich bin. So, was soll die Flanke eigentlich vorne hätten? Zumindest hoffe ich es. Und so, LOL, ich dachte schon, warum mache ich kein Damage? Also warum kritze ich nicht so? Das sieht nach dem Job für Admurai aus. Und die letzten drei Pokémon von ihm. Und Krabatik. Okay, nice. Klick die Klack. Jetzt kommt voll Pivin zum Einsatz mal. Yo, ups. Yikes. Ich muss auch switchen. Wenn ich deswegen jetzt den Kampf verliere, beziehungsweise also, vier Plattformen werden deswegen jetzt nicht. Aber es kommt das Hexen. Okay, nice. Oh, Flicklow. Der hat keine Robustheit mehr gehabt. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es Robustheit hat oder Schwebe oder so. Flatwino. Soll ich Flampi werden auch hinbekommen? Klappkoloss. Hobby aus Speed. Die zweimal bei drei Attacks klingt laut blockt. Ich bin stolz auf dich. Und wie wir. Hiermit zerbricht. Okay, geht ein bisschen zu schnell. Zekrom und ich haben verloren. Dein Wille, dein Wunsch nach einer neuen Wirklichkeit war stärker als der unsere.
Reshiram und Zekrom. Beide haben sich jeweils für ihren eigenen Helden entschieden. Aber kann das denn sein? Können zwei Helden wirklich zur gleichen Zeit existieren? Der eine strebt nach seiner eigenen Wirklichkeit, der andere verfolgt vom Wunsch beseelt seine Ideale. Kann es unmöglich sein, dass beide Recht haben mit dem, was sie tun? Ich weiß es nicht. Sollte man andere Überzeugungen also an sich heranlassen, anstatt sie zu abzulehnen? Würde es gar eine positive chemische Reaktion auf der Welt auslösen? Ist es etwa die Formel, die in der Lage ist, die Welt zu verändern? Und du willst wie ich den Namen Harmonia tragen? Du machst unserem Namen Schande und du bist unwürdig, mein Sohn zu sein. Ich war es, der ihn überhaupt erst dazu gebracht hat, sein Leben dem Streben nach seiner Idealen und der Erfüllung seiner Wünsche zu widmen. Das legendäre Pokémon wiederzuerwecken und um meinem Team Plasma damit die nötige Autorität zu verleihen. Auf diese Weise würde das feige, verweichliche Volk aus Angst vor mir erzittern und brav meinen Anweisungen folgen. Diese Aufgabe hat er auch zufriedenstellend erfüllt. Aber dann war er auf einmal besessen davon, sich dem anderen legendären Pokémon zu stellen, für seine Überzeugungen zu kämpfen und herauszufinden, ob er sich als Held beweisen könne. Doch was ist geschehen? Er hat eine schändliche Niederlage gegen einen gewöhnlichen Trainer erlitten. Er ist eben doch nur ein halber Mensch, weil er ausschließlich unter Pokémon aufgewachsen ist. Jonas, ich kann es nicht fassen, dass ein Trainer wie du von einem legendären Pokémon ausgewählt wurde. Damit hatte ich nie und nimmer gerechnet. Aber das ändert rein gar nichts. Ich weiche nicht von meinen Zielen ab. Ich werde über die Welt herrschen. Wie Marionetten werde ich die ahnungslosen Menschen steuern, ganz wie es mir bleibt. Und N wird für mich seine Rolle als König von Team Plasma erfüllen. Ich befürchte nur, dass ich dich störenfried leider beseitigen muss. Du weißt einfach zu viel. Über die Welt herrschen? Wollte Team Plasma dem Pokémon nicht Freiheit schenken? Das war nur der nötige Vorwand, um Team Plasma zu dem zu machen, was es jetzt ist. Wieso sollte man sonst auf die Idee kommen, sowas so etwas Praktisches wie die Pokémon in die Freiheit zu entlassen? Es lässt sich schließlich nicht leugnen, dass das Potenzial der Menschen viel größer ist, solange sie mit den Pokémon zusammenleben. Aber genau das ist ja auch der Grund, warum ausschließlich ich die Pokémon für meine Zwecke einsetzen werde. Du bist wirklich verrückt, du bist größenwahnsinnig. Deine Meinung interessiert hier niemanden. Auch wenn manche es als Gottheit verehren, ein Pokémon ist und bleibt nur ein Pokémon. Es mag dich vielleicht ausgewählt haben, Jonas. Na und? Deswegen nötigst du mir noch lange keinen Respekt ab. Komm, ich möchte den Moment aus nächster Nähe genießen, wenn ich dir gleich jegliche Hoffnung raube. Dein Gesicht in diesem Moment zu sehen wird unbezahlbar sein. Jonas. Nicht und niemand kann mich jetzt noch aufhalten. Ein schönes Gehalt davor? Oder sagt man, wer hat Gehalt? Okay, wird geheilt, das ist schon mal nicht schlecht. Bauen wir eine Kreuzflamme und hol ihn weg. Toxin, okay. Ich habe das zweite Kreuzflamme XD. Schutzschild, okay. Der geht jetzt für komplett stallen oder was halt. Ich werde nicht ungern rausrutschen, dann kann ich die gleich auch killen, so. Hab ich 3 Toxin jetzt abbekommen. Wieso Funk? Also, ich hab hier einen hinbekommen eigentlich. Kraftkoloss. One hit, bitte one hit. Jetzt ist. Scheinschädel, bitte. Es hat die Knockback-Attacke? Ja. Das ist halt mein MVP draußen. Mal einfach Glass rein. Bisschen zu spawnen. Natürlich kommt jetzt, genau jetzt, Wasser-Pokémon rein, Alter. Tantler rausswitchen. Ich hätte auch auf den Tantler gehen sollen. Plattgeisel wanted bitte. 2 HP. Oh, der Tantel. Du willst aber auch knapp machen, so. Du willst eben knapp machen. Tricky Falo. Ich muss es hoffen, dass Abdurai nicht daneben fliegt. Beziehungsweise das Blizzard trifft. Ich muss halt einfach hoffen. Blizzard. Vor allem entwickelt sich Falo erst viel später als Level 54.
oder? Kommt das nur so vor? Wie viel Glück habe ich? Es friert einfach ein und ich triff Double Blizzard. Sammlerrang. Ich glaube, ich packe einfach ein ganzes rein. Schlag, okay, nice. Getroffen. Ja, auf einen Mega-Hieb. Ja, okay, jetzt ist ja immer nice. Oh, Schlag, der muss treffen. Oder ja, okay, er fehlt das. Ich hätte auf einen Mega-Hieb gehen sollen. Oh, Top genesen wird sein, okay. Jetzt vergesst, dass der die auch noch hat. Der Kampf ist halt so viel schwerer, wenn Flampivian tot ist. Vielleicht muss der. Ich muss. Ich mache eine Donnerwelle. Flammenwurf, okay. Ich muss halt. Hab ich einen Doppelleber? Ja, habe ich einen, genau, habe ich eben bekommen. Mein MVP, du machst jetzt wieder. Du rockst das sowas von. Ich glaube nicht. Jetzt haben wir Flammenblitz und beenden diesen Kampf. Und jetzt Cesurio. Okay, dann muss ich one-hitten. Kraftkoloss! Und ich speede den Gastwort. Oh, dieser Kampf. Hätte ich Vampir nicht wiederbelebt, dann wäre der Kampf viel schwerer geworden. Vampir erhält 2700 Erfahrungspunkte. Was hat das zu bedeuten? Ich bin perfekt, ich habe Team Plasma aus der Taufe gehoben und zu dem gemacht, was es ist. Ich bin der einzige Mensch, der diese Welt verändern kann. Ich bin der perfekte Herrscher. N, denkst du jetzt immer noch, dass Menschen und Pokémon voneinander getrennt leben sollten? Na. Mir war es leider nicht vergönnt, als Held angesehen zu werden. Doch irgendwie musste ich die Kontrolle über das legendäre Pokémon erlangen. Dafür und nur dafür habe ich N benutzt. N ist meine Schöpfung. Und dort, wo bei anderen Menschen ein menschliches Herz pocht, herrscht bei ihm gähnende Leere. Er ist das Resultat eines Experiments, ein unvollkommenes und unzulängliches Zerrbild von einem Menschen. Du glaubst nicht tatsächlich, dass so einer hier begreifen wird, was du von ihm willst. Lauro. Ich empfinde es mir als extrem lästig und nervig, mir das Geschwätz von diesen Verrückten noch länger anhören zu müssen. Er ist doch offensichtlich derjenige, der kein menschliches Herz hat. Wie recht du hast. Wirklich eine traurige Gestalt. N, dir spuken jetzt auch bestimmt viele Dinge im Kopf herum, aber eines ist sicher. Du hast dich aus freien Stücken auf deine Reise begeben, beseelt von deinen Wünschen und Idealen. Und nicht, weil du von Cegis dahingehend manipuliert wurdest. Und deshalb war es dir überhaupt erst möglich, dem legendären Pokémon zu begegnen. Aber ich habe einfach nicht das Zeug dazu, ein wahrer Held zu sein. Meinst du? Entscheidend ist doch, was du von jetzt an zusammen mit dem legendären Pokémon tun wirst. Ja, aber... Moment. Ja, aber wir haben bisher doch auch für das gekämpft, woran wir geglaubt haben. Aber warum? Wozu? N, hör mir zu. Nur weil man sein Gegenüber nicht versteht, ist noch lange kein Grund, dessen Meinungen und Ideen völlig abzulehnen. Wenn Menschen miteinander streiten, gibt es nicht zwingend nur eine Seite, die recht hat. Bitte mach dir darüber einmal Gedanken. Ich würde gerne etwas mit dir besprechen. Es geht um unsere erste Begegnung in Gavina. Was eines deiner Pokémon damals gesagt hat, war ein echter Schock für mich. Ich weiß nicht warum, aber dein Pokémon hat damals gesagt, ich habe dich gern. Er hat gesagt, dass es gern bei dir sei. Ich konnte nicht begreifen, dass es auf der Welt Pokémon gibt,
die Menschen mögen. Solche Pokémon hatte ich bis dahin einfach nicht gekannt. Von da an wurde ich auf meinen Reisen immer wieder in meinen Grundfesten erschüttert. Ich traf so viele Menschen und Pokémon, die einander vertrauten, einander halfen. Daher fühlte ich mich dazu angehalten, in Kämpfen mit dir auf die Probe zu stellen, woran ich eigentlich glaubte. Ich wollte auf jemanden treffen, an dessen Brust das Herz eines Helden schlägt, ganz wie bei mir. Ich verstand nur die Pokémon, nein, nicht mal das, ich verstand nur einige wenige Pokémon. Kein Wunder, dass ich es nicht mit dir aufnehmen konnte. Der du mit so vielen Pokémon Kontakt hattest und von so vielen Pokémon umgeben bist, die sogar deine Freunde sind. Nun ja, der Champ hat mir vergeben. Aber was liegt nun wohl tatsächlich an mir, wie mein nächster Schritt aussieht? Jonas, du hast mir von deinem Traum erzählt. Lass ihn Wirklichkeit werden. Ups. Nein, was habe ich hier getan? So wird deine ganz eigene Wirklichkeit eines Tages Realität werden. Jonas, wenn das jemand schaffen kann, dann du. Nun dann. Leb wohl. Was habe ich hier getan? Moment. Ich muss kurz pausieren. Und was habe ich wieder getan? Selbst ist weg, jetzt, oder? Ist irgendwie wieder gefixt, keine Ahnung. Das Display ist noch nicht ganz zu Ende. Ich würde noch gerne mich bei euch bedanken für das tolle Display. Es hat mir verdammt viel Spaß gemacht. Aber es ist noch nicht ganz vorbei. Ich würde nämlich noch die After-Story vielleicht machen. Keine Ahnung, ob wir das schaffen. Und die ganzen legendären Pokémon, beziehungsweise die Liga-Rematches noch. Ich hoffe, euch hat es bis jetzt gefallen und wir wollen auch bald mit einem neuen Display noch starten, nämlich Horizon Zero Dawn. Und ich hoffe, euch gefällt das Ganze, was wir hier machen. Hat mir echt Spaß gemacht, das Spiel wieder durchzuspielen. Vor allem, weil ich diese Generation sehr liebe. Ich lasse einfach das mal abspielen. Im nächsten Part wird es dann weitergehen mit eben der After Story. Das wird dann übermorgen kommen. Speichervorgang, bitte das System nicht ausschalten. Ende. Hat mir echt sehr viel Spaß gemacht, dieses Display zu machen. Und ich würde sagen, wir sehen uns wieder. Ich kann noch kurz reingehen. Das Spiel, das ist da Venezia. Ich würde sagen, bis beim nächsten Mal. Wir sind wieder in unserem Heimatort. Und bis dahin wünsche ich euch eine angenehme Zeit und viel Spaß mit unserem Display. Bis zum nächsten Part.